Boah, jetzt habe ich hier zwei richtig dicke Dinger stehen. Und zwar Protein-Cookies von MuscleTech. Neulich entdeckt bei Buddy and Fit hatten sie es im Ausverkauf. Dann habe ich mir zwei Pakete zu je 6 Stück Protein-Cookies gekauft. The best soft-baked Protein-Cookies. Einmal eine Sorte Triple Chocolate, einmal eine Sorte Chocolate Chip. Die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Für genauere Details gucke ich mir jetzt einfach mal diese Box hier an. Und hier ist mehr oder weniger genau das gleiche drin, nur die Sorte ist jetzt hier eben Triple Chocolate. Und hier ist die Sorte eben Chocolate Chip. Was ist das Ganze? Man muss direkt vorneweg sagen, ich stehe solchen Produkten immer relativ kritisch gegenüber. Ich muss mal gerade mal gucken, ich glaube, meine Linse ist versifft. So. Jetzt habt ihr mein T-Shirt gerade gesehen. Oder auch nicht. Also ihr habt es streng genommen schon gesehen. Nur da es schwarz ist, habt ihr nichts gesehen. Wie auch immer. Ich stehe solchen Produkten immer kritisch gegenüber. Warum? Weil das jetzt so ein bisschen, ich sag mal, Fitness suggerieren soll, obwohl es das nicht ist. Denn, ich sag mal, bei manchen Sachen ist es schwierig zu beurteilen, was etwas sein will. Also, will dieser Keks ein Fitnessprodukt sein? Also der Hersteller denkt er sich, wir wollen, dass das hier ein Fitnessprodukt ist, oder sagt er einfach, nein, wir verkaufen einen Keks, in dem einfach nur mehr Protein drin ist. Das muss man immer sehen, ja. Man muss aber halt auch so Aussagen betrachten, wie von wegen mehr Protein, weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker. Das sagt schon eindeutig, dass das eher ein Fitnessprodukt sein soll oder eher in die Richtung geht. Auch die Marke MuscleTech, ne? Wir haben also hier letztlich einen Cookie, der eben Ballaststoffe enthält, glutenfrei ist, also auch nicht mit Mehl gebacken ist, angeblich dann auch ohne künstliche Farbstoffe und Aromen ist, wird dann wohl stimmen, und er hat Whey-Protein drin, als primäre Zutat zumindest, was natürlich nur in klein drauf geschrieben steht, ne? Weil man soll ja nur sehen, oh, Whey-Protein, übrigens nur die kleine, übrigens nur ein Anteil. Ja, es ist hier ein 6er-Paket, ich glaube, regulären Preis weiß ich gar nicht, ich habe tatsächlich nur ungefähr irgendwie 6, 7 € für ein Paket bezahlt, weil die im Angebot waren. Ich glaube, normalerweise zahlt man für einen so einen Keks 2 Euro oder sogar noch ein bisschen mehr. Ja, finde ich voll geil, deswegen habe ich mir direkt zwei Boxen gekauft. Es sind 6 Stück in jeder Box drin. Und wir haben einen Keks zu 92 Gramm und hier die Nährwerte, die sich auf einen Keks beziehen. Deswegen, kurz Mathematik, ganz grob, 92 Gramm. Es fehlen 10%, also quasi es sind 10 Gramm weniger als 100, sind ungefähr 10%, ja. Und deswegen können wir hier bei den Nährwerten einfach mal 10% draufrechnen, um den Wert auf 100 Gramm zu haben. Denn das Wichtige ist halt immer die Nährwerte pro 100 Gramm. Muss man immer machen. So, deswegen haben wir nämlich ungefähr 380, 390 Kalorien pro 100 Gramm. Also schon mehr als viele Proteinriegel zum Beispiel. Aber es ist ja hier auch kein Proteinriegel. Wir haben 49 Gramm bzw. 55 Gramm Kohlenhydrat. Das ist schon sehr, sehr viel davon, aber 10 Gramm Ballaststoffe. Zucker davon ist nur 10, 14, ungefähr 16 Gramm. Das ist also schon relativ wenig. Bei vielen Proteinriegeln ist es, also bei zuckerhaltigen Proteinriegeln ist es oft mehr, aber es ist ja auch kein Proteinriegel. Der Rest sind normale Kohlenhydrate, die hier aus braunem Reismehl kommen. Aber die gucken wir uns gleich an die Zutaten. Wir haben tatsächlich aber eben auch für einen Keks sehr hohen Proteingehalt von 18 Gramm oder relativ hoch, also sprich fast 20 Gramm pro 100 Gramm. Das ist ganz gut. So ein Quest-Bar zum Beispiel hat natürlich deutlich mehr. Ich habe gerade mal liegen. Meine Lieblingssorte, den Cookies in Cream mit dem S'mores, der hat pro 100 Gramm zum Beispiel 35 Gramm Kohlenhydrate, ne? Also ist schon mehr drin. Aber das hier ist ja auch kein Proteinriegel, sondern ein Keks mit Protein. So, die Zutaten ist brauner Reismehl, oh, so viel. Ich habe keinen Bock, das alles zu lesen. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Foto von, und ihr könnt einfach auch bei YouTube jetzt Stoppbild machen, wenn ihr euch die Zutaten angucken wollt. De facto haben wir gucken uns da wenigstens das Protein mal an, als Whey-Protein-Konzentrat, als primäre, ja, Eiweißquelle. Wir haben aber dann eben auch klassische Zutaten für Kekse wie Margarine und Zucker natürlich auch. Da haben wir Chocolate Drizzles, also irgendwie, ich glaube, das sind so Stückchen oder sowas. Wir haben als Süßungsmittel ferner noch Sucralose, denn die 16 Gramm zu 14 Gramm Zucker, die hier drin sind, in diesem einen Keks, wir sind 16 Gramm pro 100 Gramm, werden wohl nicht ausreichen, um den ganzen Keks zu süßen. So, ich habe ein paar Kekse schon weggetan und zu meiner Ma gebracht, denn wenn ich die alle zu Hause habe, würde ich alle auffressen. Deswegen, in jeder Box ist nur noch ein Keks drin, den wir uns jetzt einfach mal angucken können. Kennt ihr das, wenn Sachen sehr geil sind? Denn ich kann euch jetzt schon sagen, die Kekse sind sehr geil. Dann frisst man die manchmal einfach komplett weg. Und das mache ich nicht. Das ist too much. Zwei Riegel. Richtige Kavernsmänner.
eine Sache, die wir uns vielleicht nur angucken sollten, was hier vielleicht so drauf steht, ein bisschen Werbung, ne? Superior Protein Cookie, 3 Sekunden in Mikrowelle, was wir gleich noch einmal ausprobieren. Und ja, hier unten hat man nochmal deutsche Zubereitung und so. Nee, holländische sind ja aus Holland gekommen. Haltbar sind sie auch noch bis August, also sie waren jetzt irgendwie nicht vergammelt oder so, dass sie billiger waren. Ach guck mal, hier haben sie auch bei 100 Gramm. Oh, fail. Naja. Okay, wir gucken uns jetzt hier mal an den Protein Cookie. Triple Chocolate. Man sieht, ich werde jetzt nicht beide auspacken. Die sind so von der Aufmachung gleich. Ne? Man hat hier so diesen Hauptkeks. Hier ist er so heller, hier ist er dunkler. Und dann hat man jeweils noch so Schokoladenstückchen drin. Und Schokoladen, ja, so die Deko oben drauf, sage ich jetzt mal. Ist schon wirklich 90 Gramm. Das ist schon eine Hausnummer. Ich muss mal kurz einen Teller rausholen. Aus meinem Clear Clack. Und zwar den allzeit geliebten Ben & Jerry's Teller. 2008 in New York gekauft. Made in Thailand. So, den Protein-Cookie holen wir mal raus. Bam, bumm, Klatsch, Erdbeben. Sieht extremst geil aus, dieser Cookie. Guckt euch diesen Cookie an. Das ist jetzt auch nicht nur irgendwie so ein kleiner Cookie, sondern das ist ein Cookie. Eine richtige Maschine, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, hier die Schokolade, überall so drauf. Dann hier hat man Schokostückchen drin, die kann man hier, zoomen wir da mal rein. Da, hier mittig jetzt, so Schokostückchen drin und außenrum halt der Schokoladenkeks, deswegen Triple Chocolate. Ja, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also optisch auf jeden Fall ein sehr geiler Keks, richtig fett, ne, so dick wie mein Daumen. Und das Ding packen wir jetzt mal ganz kurz in die Mikrowelle. Und dann stelle ich ihn euch gleich wieder hin und dann gucken wir ihn uns mal an. Bis gleich. Wobei ganz kurz, bevor ich eine Mikrowelle mache, ich kann euch sagen, ich habe die auch schon ohne Mikrowelle probiert. Die schmecken auch schon so sehr, sehr geil. Die sind richtig chewy und so. Aber wir machen das jetzt einfach mal mit den 3 Sekunden, dass wir ihn so kurz aufwärmen. So, also er war tatsächlich nicht 3 Sekunden drin. Man muss natürlich auch sagen, die Zeit ist immer relativ, weil je nachdem, wie stark eine Mikrowelle ist. 3 Sekunden ist aber auch zu wenig. Ja, bei 10 Sekunden drin und der könnte vielleicht sogar noch länger und mir kommt gerade ein so extrem geiles Schokoladenaroma entgegen. Es riecht hier so mega nach Schokolade. Oh, es wird ganz schön sauig werden auch, glaube ich. Es riecht hier göttlich nach Schokolade und jetzt gucken wir, ach, der ist richtig schön weich geworden, oben Schokolade geschmolzen. Jetzt gucken wir uns den mal an. Boah, was ist denn das, ey? Ja, das ist dieser extrem schokoladige Protein-Cookie. Wir sehen richtig dunkle Schokolade drin. Entschuldigt bitte, dass ich mich einsaue, aber der stand drauf, ich soll ihn in die Mikrowelle packen. Die Schokolade ist geschmolzen und er ist jetzt richtig weich, der Keks noch geworden. Und ja, voll mit Schokolade. Jetzt muss die Kamera hier nur mal fokussieren. Ja, flüssige Schokolade quasi. Oh Mann. Weil das Ding ist gut. Tatsächlich habe ich bis jetzt nur den hellen probiert, den dunklen noch nicht. Und auch nicht aus der Mikrowelle. Oh Mann. Also, das schmeckt schon wie eine Sünde. Scheiße. Komplett versaut. Alles voll mit Schokolade. 10 Sekunden. Länger würde ich es wirklich nicht machen. Sonst läuft einem der Keks auseinander. Und man sieht hier wirklich, dass alles jetzt flüssig ist hier drin. Ja, so muss ein Keks aussehen. Das Ding ist der absolute Schoko-Overkill. Die Finger sind versaut. Das Ding ist lecker. Es hat auch eine leicht salzige Note. Ich muss mir gerade nebenbei den Finger so ein bisschen... Entschuldigt bitte. Moment. Ich kann mich ja hier nicht völlig asozial benehmen. So, ich habe jetzt meine Finger mit Papier sauber gemacht. Ja, dieser Keks ist der Schoko Overkill, wie ich schon sagte. Hat eine leicht salzige Note, dass er gut mit Kakao harmoniert. Wenn ihr euch mal Kakao macht, macht eine ganz kleine Prise Salz mal rein. Das unterstützt den Kakaogeschmack. Und ich kann euch sagen, dass mir dieser Keks hier wirklich sehr gut schmeckt. Wobei mir der helle Keks noch besser schmeckt. Der hatte einen besseren Teiggeschmack, sage ich mal, nach Teig. Ja, der hier ist sehr schokoladig. Aber hier hat mir der helle Keks besser gefallen. Der hat einen stärkeren Geschmack nach Teig einfach. Das finde ich sehr, sehr geil. Und jetzt muss ich gerade mal eben einen Break machen.
So, Break vorbei. Die Videozeit war schon über 10 Minuten. Ich wollte gar nicht so lange ein Video machen. Der hat, wie gesagt, besser nach Teig geschmeckt. Das fand ich cooler. Den werde ich jetzt demnächst auch mal in die Mikrowelle machen. Aber trotzdem finde ich, dass auch dieser Riegel hier wirklich lecker ist. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo ihn mal ihr findet. Wenn ihr für so ein Ding 2,50 Euro zahlen müsst, ja, kann man machen. Ist auch ein großes Ding. Ist auch ein großer Keks, 90 Gramm, ne, 2,50 Euro. Gute Proteinriegel kosten auch 2,50 Euro. Die sind nur meistens nicht aus 90 Gramm. Wohlgemerkt ist das hier kein Fitnessprodukt. Bitte esst dieses Ding nicht ständig. Da werdet ihr fett von. Ja, das ist kein Fitnessprodukt. Da ist zwar Protein mit drin. Wenn man sagt, so, ich habe vor, heute eh ein kleines Stück Kuchen zu essen oder einen Keks, dann holt euch zum Beispiel und ihr sagt, so, aber ich brauche noch ein bisschen Protein, dann kann man so ein Ding essen. Ne? Das ist so quasi Kombination Kuchen plus Protein. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist kein Fitnessprodukt, es ist voll mit Fett, es ist Kohlenhydrate drin, es ist auch Zucker drin, aber eben auch Protein. Trotzdem eben halt nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, wie ein normaler Keks, denn die normaler Cookie, denn sag mal, der hat schon bessere Nährwerte natürlich als ein normaler Keks. Ballaststoffe drin, weniger Zucker, Protein eben, nicht ganz so viel Fett vielleicht auch. Ja, hat aber halt dafür auch einen relativ stolzen Preis. Deswegen müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr es ausgeben wollt. Ich kann euch für den hier geschmacklich auf jeden Fall eine Empfehlung geben, wenn ihr den mal seht. Den hier fand ich auch gut, aber wenn ihr die Wahl habt, nehmt den, meiner Meinung nach. Wenn ihr das Teil sowieso schon kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt und sagt, ob ihr den auch so unglaublich geil schokoladig findet, wie ich ihn finde. Und ja, würde ich mich freuen und denkt an den Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt, fände ich super. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen, habt einen wunderbaren Tag noch und bis bald, macht's gut und ciao.